Schlusslicht im großen Computerbild E-Scooter-Test, der Movie von Kaufmann. Für 799 Euro ist er im Testfeld zwar fast der günstigste Roller, aber leider macht sich das im Alltag auch bemerkbar. Darum schafft es der Movie nicht an der Konkurrenz vorbei. Der Movie ist günstig und handlich und überraschenderweise bremst der kleine Roller auch sehr gut. Bei Reichweite und Tempo hat er allerdings keine Chance gegen die anderen Roller. Im Test war nach nur 16 Kilometern bereits Schluss und trotzdem brauchte es 15 Minuten pro Kilometer an der Steckdose. Beides ist nicht besonders gut. Erst recht dann nicht, wenn der Roller schon nach 7 Kilometern merklich drosselt und mit 15 bis maximal 17 Kilometern pro Stunde daherschleicht. Die kleinen Reifen mit gerade einmal 14 cm Durchmesser tragen ebenfalls nicht zu einer komfortablen Fahrt bei, auch wenn der Roller mit 11,1 kg sehr leicht ist. Insgesamt ist die Fahrt auf dem Movie eine recht wackelige Angelegenheit und macht bei längeren Routen nach kurzer Zeit keinen Spaß mehr. Wer nur einen Roller für den Kofferraum sucht und nicht mehr als 6 Kilometer mit einer Akkuladung fahren muss, für den könnte der Movie aufgrund des Preises etwas sein. Note 3.